Man spürt ein scharfes Ziehen, einen dumpfen Druck oder gar einen stechenden Schmerz im Brustbereich. Kennen Sie das? Der Ort ist vielleicht gar nicht genau festzumachen. Die Beschwerden scheinen durch den Oberkörper zu wandern, ohne klar erkennbares Muster. Man sorgt sich natürlich, denn lebenswichtige Organe wie Lunge und Herz sitzen im Brustkorb. Zum Glück gibt es nach umfangreichen fachärztlichen Untersuchungen Entwarnung. Mit ihnen ist alles in Ordnung. Das ist einerseits eine Erleichterung, andererseits bleiben die Beschwerden aber bestehen. Denn was sollte auch behandelt werden, wenn alles in Ordnung ist? In unserer Gemeinschaftspraxis Gutshaus kennen wir solche Fälle gut. Bei Beschwerden im Brustkorb ist die Unsicherheit verständlicherweise hoch. Und wenn man dann keine Erklärung für die Schmerzen hat, umso mehr. Im Rahmen unserer Arbeit sehen wir eine Vielzahl an unterschiedlichen Arten von Brustkorbschmerzen. Manche sind von leicht bewältigbarer Intensität, andere schränken die Lebensqualität stark ein. Wir haben uns dem Finden und Lösen der Ursache ihrer Beschwerden verschrieben. So konnten wir bereits vielen Menschen helfen. Als zum Beispiel bei einer Patientin erst Wochen nach einem leichteren Autounfallschmerz im Brustkorb auftraten, kam sie ratlos nach unzähligen, ergebnislosen Untersuchungen zu uns. Wir stellten fest, dass der Druck des Sicherheitsgurtes auf dem Brustkorb zu einer einseitigen Blockade einiger Gelenke zwischen Rippen und Brustbein geführt hatte. Auch saß der Schock des überraschend stattgefundenen Unfalles noch tief. Bedingt durch die Beschwerden kam es außerdem zu einer Verschlechterung der Körperhaltung, wodurch der gesamte Brustkorb zusätzlich in seiner Beweglichkeit und Freiheit eingeschränkt wurde. Durch Interventionen der Osteopathie, der systemischen Strukturaufstellung und des Gesundheitstrainings konnten wir die glückliche Patientin durch den Einsatz disziplinübergreifender Therapiemethoden wieder in die Beschwerdefreiheit begleiten. Das Team des Gutshauses ist geübt darin, bei Fällen, die sonst als austherapiert gelten, die eigentliche Ursache der Beschwerden ausfindig zu machen. Sie müssen nicht mit dieser Einschränkung ihres Brustkorbes leben. Wir möchten Ihnen dabei helfen, diesbezüglich Genesung zu finden.